Was für ein Panorama. Am Rand der Chiemgauer Alpen liegt Rumgraben, ein Weiler knapp 600 Meter hoch. Und da steht er, der Glaserhof, ein stattlicher Gutshof. Zu neuem Leben erweckt, dank zweier Zugereister. Walli Just und Marco Grandi, beide quasi spätberufene Bauersleute. Plötzlich Bauer und Bäuerin. Für Walli und ihren Marco eine Umstellung. Beide hatten vorher Bürojobs in München. Ich war da auch schon Ende 50 und habe mir gedacht, gut, warum nicht noch mal was anderes, anstatt irgendwie jetzt warten, bis man in Rente geht, sondern einfach Neues ausprobieren, versuchen. Also muss man nicht jung sein, das kann man auch später machen. Braucht man ein bisschen mehr Mut. Aber den hatte er. Und so haben wir angefangen. Ja, also wie gesagt, ich bin ja ein Münchner und geboren und aufgewachsen. Und irgendwann hat es mir gereicht mit der Stadt, dass wir zu voll waren und zu viel los. Und dann habe ich gedacht, ich muss aufs Land, bin ja auch älter, gehe nicht mehr in die Discos und so. Und dann war das, ist das mir zufällig über den Weg gelaufen im Internet. Doch ein Nichtlandwirt wie Marco kann nicht einfach so einen Hof dieser Größe kaufen. Als er sich 2015 für den millionenteuren Glaserhof mit seinen 18,5 Hektar Land bewarb, wurde er mit dem Reichssiedlungsgesetz konfrontiert. Das gewährt seit 1919 Landwirten ein Vorkaufsrecht, damit Ackerland kein Spekulationsobjekt wird. Hat ein halbes Jahr gedauert, bis das jetzt durch war, das Verfahren, ob Vorkaufsrecht ausgeübt wird oder nicht. Und erst dann habe ich es definitiv kaufen können. Und dann ging's los mit der Hofsanierung und dem Wiederaufleben der Landwirtschaft, die 1968 aufgegeben worden war. Auf ihren Hangwiesen halten Marco und Walli Highland-Kettel, Ziegen und Schafe. Und da geht's raus. Hast nicht raus dürfen. Sind die Mamas so streng. Angefangen hat alles mit drei Ziegen. Jetzt sind es viel mehr Tiere auf dem Glaserhof. Wir haben jetzt also 50 Mutterschafe. Wenn da der Bock dabei ist, das sind automatisch entweder 50 oder 100 Lämmer. Weil mehr Linksgeburten auch dazu kommen, dann hat man dann eine erhebliche Bevölkerungsdichte. Und wir hatten ja dann teilweise 40 Schafe und 40 Ziegen. Also das war so. Und dann war schon die Überlegung, mit wie macht man weiter? Weil das beides, das war schon, da ist viel Arbeit dahinter. Ein wichtiger Helfer war Nachbar und Bauer Franz Berger. Denn der konnte mehr praktisches Wissen vermitteln als die Schulungen, die Walli und Marco absolvierten. Ja, der Franz. Der Franz ist ja, wir haben ja, wie gesagt, als wir das gekauft haben, der Franz war unser erster Kontakt, weil wir ja da nebendran waren. Und außerdem hat er mir viel geholfen am Anfang mit der Landwirtschaft, weil er Neueinsteiger war und nichts gewusst hat. Ja, und ein bisschen neugierig war ich auch. Ich wollte auch was wissen. Wer da so kommt. Ja, wer da kommt. Ja, gell? Muss man schon schauen. Ja, war mir aber sehr sympathisch, weil er gleich geredet hat. Genau. Gell? Das war viel wert. Zum Beispiel Geburten. Wir waren ja, jetzt können wir es ja selber, aber ja, damals auch Lämmer, wenn das Lamm nicht richtig klickt, dann muss man helfen. Genau. Und da bin ich dann immer Geburtshilfe zum Franz, bitte komm. Wir haben Schwierigkeiten und dann sind wir im Steigwehen und haben das Lamperl mit Hilfe dem rausgezogen. Ja. Jetzt hat er mal gelernt, wie das geht. Ja, aus Fehlern lernt man. Sie haben gemeint, das geht alles fast von alleine. Ja, okay. Das hat aber nicht so funktioniert. Aber sie haben da schon gehört auf mir. Franz kannte auch noch die vornehmen Vorbesitzer des Glaserhofes. Der Hofname leitet sich von der Berufsbezeichnung Glaser ab. Doch Wilhelm Wessel, der den Hof 1938 kaufte, war kein Glaser, sondern Fliesenhersteller aus Bonn. Genannt wurde er Konsul Wessel. Sein Nachfolger bei den Wesselwerken, wie auch auf dem Glaserhof, war Schwiegersohn Nikolaus Fasold, einst auch Arbeitgeberpräsident. Dessen Kinder verkauften schließlich den Hof an Marco, selbst Unternehmer aus der Dienstleistungsbranche. Jetzt sind wir in unserer Küche. Die Besonderheit ist tatsächlich, dass die Fliesen
noch aus der Zeit von dem Wessel waren. Der hat es ja eben auch hergestellt. Und das gibt es ja heute auch gar nicht mehr, dass die Ränder außen, also was eigentlich dann hier zusammenkommt, auch glasiert sind. Also das ist wahnsinnig tolle Arbeit. Die hat sich gelohnt. Denn hier muss man schon lange nicht mehr Wände malern. Auch im Salon gegenüber scheint die Zeit stillgestanden zu sein. Fast alles ist noch im Originalzustand der Wessels und Fasols. Neu sind nur die Leuchten. Und in der Vitrine steht jetzt das Tafelsilber von Markus Mama. Genutzt wird der Salon nur bei größeren Familientreffen. Im Flur des 1911 nach einem Brand wiedererbauten Hauses geht man über besonderen Boden. Ja, der heißt Untersberger Marmor und war höchstwahrscheinlich schon da im Boden verlegt, als das Haus gebaut wurde. Aber ich kann es mit Sicherheit sagen. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist das Fell, was da liegt, das ist von meinem ersten Kalb, dem Berti. Dem haben wir die Haut abgezogen, nachdem er geschlachtet wurde. Und es liegt da, in Erinnerung. In Erinnerung schwelgen lässt es sich auch in der Wohnstube mit dem alten weiß-blauen Kachelofen. Ein Platz zum Träumen. Im ersten Stock liegen Schlaf- und Badezimmer. Hier das Bad für die Dame des Hauses. Das war schon zu Konsulszeiten so. Klassisch mit Pfiff. Famos auch der Südbalkon mit Blick zum Hausberg, dem Hochfällen. Und man kann den anderen Bauern bei ihrer Arbeit zuschauen. Auch Walli genießt den Blick von oben. Zum Beispiel auf das Gewächshaus. Kaum zu glauben. Hier war früher das Hallenbad von Konsul Wessel. Im ehemaligen Schwimmbecken gedeihen heute Tomaten. Und im vorderen Teil befindet sich der wohl edelste Hühnerstall weit und breit. Eine Handvoll Mitarbeiter helfen auf dem Hof mit. Doch Walli und Marco sind auch so den ganzen Tag auf den Beinen. Man wird einfach formschöner. Man nimmt automatisch ab, weil man viel Bewegung hat, man ist gesünder. Wenn man älter wird, neigt man ja dazu, dass man immer mehr Medikamente braucht. Durch die Bewegungseinschränkung. Sprich, wir brauchen kein Fitnessstudio. So ist es. Bewegung im Alter über die Landwirtschaft. Jetzt mal aber nicht vorgestellt, dass es doch so viel Arbeit ist, tatsächlich. Und nie ans Aufhören gedacht? Hier aufhören? Die Landwirtschaft, ja, hier. Aufzuhören? Nein, um Gottes Willen. Nein, das mache ich, bis ich stirb. Bauer mit Leib und Seele. Die Landwirtschaft am Glaserhof ist Marco und Walli offenbar in Fleisch und Blut übergegangen. Kommt, feine Schafi, langsam. Ihr Mut wurde belohnt. Einen schöneren Lebensabend können sich die beiden nicht vorstellen.